Erstens, die Gesamtpartei AfD wird als Prüffall bearbeitet. Zweitens, die junge Alternative wird zum Verdachtsfall erklärt. Drittens, die Sammlungsbewegung innerhalb der AfD, der Flügel, wird zum Verdachtsfall erklärt. Viele Bundesbürger haben die AfD. Dem BfV liegen erste tatsächliche Anhaltspunkte für eine gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Politik der AfD vor. Diese sind aber nicht hinreichend verdichtet, um eine Beobachtung auch unter Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln einzuleiten. Die Anhaltspunkte, die eine Prüffallbearbeitung erfordern, ergeben sich im Wesentlichen aus Aussagen von Funktionären und anderen AfD-Mitgliedern. Besonders relevant waren hier jene Verlautbarungen, die mit der Garantie der Menschenwürde unvereinbar waren. Wir halten diese Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes für falsch. Wir werden gegen diese Entscheidung juristisch vorgehen. Auch das ist völlig klar. Wir haben das bereits prüfen lassen. Wir halten die Argumente durchgehend für nicht tragfähig und sind der Meinung, dass ja, ich würde mal sagen, ein gewisses gesellschaftliches Klima, ein gewisser politischer Druck natürlich zu so etwas geführt hat.